Mit iOS 17 ist das iPhone zwar extrem sicher vor Viren, Malware, Spyware oder Trojanern, trotzdem gibt es so Dinge wie das Kalender-Spam-Abo und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr dieses natürlich mit iOS 17 ganz einfach entfernen könnt, aber auch darauf eingehen, welche Viren etc. es für das iPhone gibt und wie ihr euch davor schützen könnt. Beginnen wir zuallererst mit einer Spyware, die es tatsächlich für das iPhone und für Android gibt, und zwar mit Pegasus. Allerdings ist es extrem unwahrscheinlich, dass ihr davon befallen seid, weil es eben hauptsächlich dafür gedacht ist, andere Staaten und Politiker oder auch Journalisten auszuspionieren. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr davon betroffen seid. Solltet ihr aber zu diesen Personengruppen gehören und möchtet euch schützen, dann bietet iOS in den Einstellungen den sogenannten Blockierungsmodus an. Dazu scrollt einmal etwas weiter nach unten zu Datenschutz und Sicherheit und hier erneut weiter nach unten, denn dann finden wir hier einmal ganz unten den Blockierungsmodus. Dort können wir raufgehen und diesen dann hier ganz einfach aktivieren. Und sobald wir den aktiviert haben, werden eben unterschiedliche Dienste wie Nachrichten, FaceTime, Surfen, Fotos und so weiter eingeschränkt, reduziert. Und damit könnt ihr euch eben unter anderem vor Pegasus schützen, beziehungsweise dass eben eure Daten nicht ausspioniert werden. Daher hier auf jeden Fall eine ganz spannende Funktion, wozu ich auch schon ein ganzes Video gemacht habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gibt es keine weiteren offiziellen Viren, die ihr zum Beispiel per WhatsApp, iMessage oder auch beim Surfen auf eurem Gerät installieren könnt. Allerdings gibt es sehr häufig beim Surfen derartige Spam-Virus-Meldungen. Das ist allerdings alles nicht echt, also ihr könnt es komplett ignorieren. In der Regel wird man hier über das Installieren weitergeleitet in den App Store und soll dann irgendeine App installieren und daraufhin dann ein Abo abschließen. Das solltet ihr auf jeden Fall alles nicht machen, einfach nur den Tab schließen und gut ist. Und die können ganz unterschiedlich aussehen, also hier nochmal so eine Meldung, das Ganze dann hier auch mit Apple Security. Oben sieht man das aktuelle Datum, ebenfalls hier über diesen Button wird man dann in den App Store weitergeleitet oder auch hier, dass eben Viren von Google gefunden wurden, 13 Viren auf dem iPhone. Und hier läuft dann ein Counter ab und so weiter. Das könnt ihr wirklich komplett ignorieren. Einfach den Tab schließen und gut ist. Wenn ihr bereits eine App heruntergeladen habt über eine derartige Meldung in Safari, solltet ihr diese auf jeden Fall löschen. Und ihr könnt hier in den Einstellungen auch einmal schauen, in eure Apple-ID und dann hier unter Abos, ob ihr dort irgendein Abo in einer App abgeschlossen habt, dass ihr zum Beispiel monatlich irgendwie 3 Euro dafür bezahlt oder meistens ist das sogar mehr, um die 10 Euro monatlich, dann solltet ihr hier auf jeden Fall einmal raufgehen, könnt ihr irgendein Abo auswählen und daraufhin könnt ihr hier auf Abo kündigen gehen und bezahlt dann monatlich nicht weiter für ein Abo, welches ihr überhaupt nicht benötigt. Und wie schützt man sich vor derartigen Meldungen? Ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, auf welchen Seiten ihr surft, nicht auf irgendwelchen illegalen Seiten, Streaming-Seiten und so weiter euch bewegen, denn sehr häufig werden eben auf diesen Seiten diese Spam-Meldungen angezeigt und ihr solltet auf jeden Fall in keinen Masken für irgendwie Banking, PayPal etc. eure Daten angeben, wenn ihr nicht selber auf diese Seite gegangen seid und euch sicher seid, dass es wirklich die offizielle Seite ist, weil so werden eben sehr häufig über Phishing eure Daten abgegriffen, eure Benutzernamen, eure E-Mail-Adressen und im schlimmsten Fall auch eure Passwörter. Daher passt da auf jeden Fall auf, dass ihr nirgendwo eure persönlichen Daten angebt. Und was Apps angeht, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, nur den App Store zu verwenden. Also hier wirklich nur den Apple App Store, nicht irgendwelche Profile etc. installieren von Seiten, die euch unbekannt sind. Nicht euren Code eingeben, um eben irgendwelche Apps zu installieren, sondern hier einfach wirklich auf den Apple App Store zurückgreifen. Was könnt ihr aber nun tun, wenn ihr einen Kalender-Spam-Virus auf eurem iPhone habt? Wie ihr seht, sind hier sehr viele Einträge hinterlegt und hinter diesen Einträgen sind dann auch Links, dass man irgendwie bei Gewinnspielen gewonnen hat oder ähnliches. Und diesen Kalender kann man zum Glück ganz einfach deabonnieren bzw. löschen. Öffnet dazu einfach einmal die Kalender-App und dann geht ihr hier unten in der Mitte einmal auf Kalender. Dann werden euch hier alle Kalender angezeigt, die ihr abonniert habt bzw. die ihr erstellt habt, wie zum Beispiel Feiertage, Geburtstage, verschiedene Kalender von zum Beispiel Google Mail, iCloud und so weiter. Und wenn ihr hier einen Kalender findet, der eben nicht einer ist, den ihr bewusst erstellt oder abonniert habt, dann könnt ihr hier ganz einfach auf das i gehen, wie zum Beispiel hier bei dem Glückwunsch zum Gewinn, dort eben einmal auf das i gehen und daraufhin seht ihr auch schon, dass es hier ein Kalender ist, den ihr auf jeden Fall nicht nutzen möchtet. Ihr geht hier auf Kalender löschen und daraufhin löscht ihr diesen Kalender wieder und dann sollte eben auch dieser Spam-Virus-Kalender komplett entfernt sein und ihr habt diese ganzen Einträge nicht mehr in eurer Kalender-App.
Was aber tun, wenn euer iPhone sich trotzdem merkwürdig verhält, wenn es irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie ihr es kennt, dann solltet ihr auf jeden Fall einmal schauen, ob irgendwelche Apps auf eurem iPhone installiert sind, die ihr nicht kennt, und diese solltet ihr dann auf jeden Fall löschen. Also geht einmal hier in eure App-Mediathek und geht eure Apps durch und schaut, ob dort irgendwelche Apps sind, die ihr selber nicht installiert habt, die ihr nicht verwenden möchtet, die vielleicht sogar ein Dritter installiert habt, und diese solltet ihr dann auf jeden Fall im ersten Schritt einmal löschen. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist dafür zu sorgen, dass ihr immer das neueste iOS installiert habt. Geht dazu in die Einstellung unter Allgemein Software Update. Und hier könnt ihr einmal schauen, ist das neueste iOS installiert? Falls nein, installiert es. Und bei den automatischen Updates ist es wichtig, dass ihr einmal schaut, dass hier die Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien aktiviert sind, damit diese eben automatisch installiert werden. Und ganz zur Not, wenn euer iPhone sich weiterhin merkwürdig verhält, könnt ihr dieses natürlich auch wiederherstellen und als neues Gerät einrichten. Dazu findet ihr auch Videos auf meinem Kanal. Grundsätzlich könnt ihr hier einmal unter Allgemein in den Einstellungen gehen und dann hier auf iPhone übertragen und zurücksetzen und dann hier eben auf alle Inhalte und Einstellungen löschen gehen und daraufhin eben das komplette iPhone einmal zurücksetzen. Wie gesagt, ihr findet dazu ein Video auf meinem Kanal. Ihr solltet vorher aber auf jeden Fall ein Backup machen, damit ihr eure ganzen Daten nicht verliert. Zusammenfassend ist das iPhone auch mit iOS 17 immer noch extrem sicher und ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass ihr Viren auf eurem Gerät installiert. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, auf welchen Seiten ihr surft und dass ihr keine persönlichen Daten in irgendwelchen Masken eingibt, die ihr nicht kennt, sondern geht am besten über direkte Links, die ihr kennt, die vertrauenswürdig sind, auf eure Banking-Seiten, auf Social Media und so weiter, und geht nicht über irgendwelche fremden Links auf die Seiten, um euch dort einzuloggen. Und wenn ihr mal diesen Kalender-Spam-Virus auf eurem Gerät installiert habt, wisst ihr jetzt, wie ihr diesen ganz einfach wieder entfernen könnt. Und damit wären wir jetzt auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch auf den neuesten Stand bringen konnte, was iOS 17 und Viren auf dem iPhone angeht. Wenn das der Fall war, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.